Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Freitag, der 10. November 2017. Mein Name ist Norbert Giso. Heute mit den astrologischen Aussichten zum Wochenende, welches dann heute mit dem Freitag beginnt. Und der Freitag zeigt uns hier den Mond im Löwen, der sich ins Quadrat zur Sonne begibt. Das abnehmende Halbquadrat vor dem nächsten Neumond. Das bedeutet, wir haben heute einen Gegensatz zwischen Mond, Löwe und den Skorpion-Energien. Was bedeutet das? Dieses Halbquadrat ist heute exakt um 21.36 Uhr. Das bedeutet irgendwie, der Löwe steht ja für das Herz im Menschen und der Mond im Löwen möchte auch unsere edelsten Motive wecken. Und oftmals ist es ja so, dass wir von unserer Vorstellung, von unserem Herzen, von unserer Idealvorstellung her uns bestimmte Dinge vornehmen für uns selbst, dass wir ein besserer Mensch sein wollen, dass wir ein besseres Leben führen wollen, dass wir netter, mitfühlender, herzlicher zu anderen Menschen sein wollen, dass wir vielleicht an unseren Süchten oder an unseren Schattenanteilen arbeiten wollen. Und da kämpfen wir sozusagen tapfer darum und das ist unsere Vorstellung von uns selbst, unsere edle Vorstellung von uns selbst, die dann eben aber auch mit der Wirklichkeit kollidiert, dass eben bestimmte Gewohnheiten, bestimmte Programmierungen, bestimmte Süchte und Triebe in uns manchmal einfach stärker sind als unsere Vorstellung. Sind wir deswegen schwach? Schwach ist vielleicht nur derjenige, der seine Schwäche nicht sieht. Wenn wir unsere Schwäche erkennen, wenn wir also darum wissen, sind wir ja schon mal ein ganzes Stückchen weiter, denn dann können wir weiter fortschreiten, an diesen Dingen in uns und an uns zu arbeiten. Beim Mond im Löwen geht es darum, auch unsere Gefühle zum Ausdruck zu bringen, uns also nicht sozusagen zu verstecken oder die Dinge zu unterdrücken, oder unter der Oberfläche zu handhaben, wie es ja der unentwickelte Skorpion macht, sondern unsere Gefühle zum Ausdruck zu bringen, sie herauszubringen auch. Oder wie man auch sagen könnte mit Mond im Löwen, einen Weg mit Herz oder einen Weg des Herzens zu gehen. Der Mond ist dann auch am Sonnabend noch im Löwen. Er wechselt am Sonnabend um 17.41 Uhr vom Löwen in die Jungfrau. Wir haben also am Sonnabendnachmittag Mondwechselenergie. Das bedeutet, das Wochenende ist wie so oft von der Mondgestaltung her zweigeteilt. Der Freitag und der Großteil des Sonnabends mit Mond im Löwen. Auch die aktivere Phase, weil der Mond im Feuerzeichen Löwe mehr dazu motiviert, aus sich rauszugehen und aktiv zu sein und nicht vielleicht bei Schmuddelwetter und früher Dunkelheit drin zu sein. Dann eben ab Sonnabendnachmittag der Mond in der Jungfrau, wo er auch bleiben wird bis in die Nacht zum Dienstag, also auch der Montag noch mit Mond in der Jungfrau, wo es eher um Vernunft geht, wo die Ratio stärker ist, wo vielleicht Wellness, ein sich um unsere Gesundheit, um unsere innere Integration zu kümmern, ein wichtigeres Anliegen wird. Sonntag, Sonnabendnachmittag und der Sonntagabend dann also mit der Jungfrau eher rationaler, vernünftiger angelegt. Der Mond macht dann auch am Sonntag einige Aspekte, steht morgens beispielsweise im Quadrat zum Merkur. Das könnte also zu gewissen Entscheidungsschwierigkeiten führen, vielleicht wie wir den Sonntag verbringen wollen. Und steht dann am frühen Nachmittag in Opposition zum Neptun, eine verwirrende, aber auch sehr spirituelle Stellung. Der Sonntag bietet sich also sehr dazu an, dieser Sonntag, uns um uns und unser Wohlbefinden zu kümmern. Wenn wir die Dreiteilung zwischen Körper, Geist und Seele oder Gefühl nehmen, gilt es halt in der Jungfrau zu schauen, was eigentlich jeder dieser Bereiche für sich möchte. Was kann ich für den Körper tun? Was kann ich für mein Gefühl tun? Aber was kann ich auch für meinen Geist tun? Denn jede gute Handlung beginnt ja eben mit ihrer geistigen Vorstellung. Wir legen die Dinge ja immer erst im Geist an,
bevor wir sie dann möglicherweise umsetzen. Venus im Skorpion läuft hier auf den Jupiter zu, den sie am Montagmorgen erreichen wird. Jupiter und Venus ist natürlich beide Planeten, gelten in der Astrologie als positive Planeten. Ihr Zusammenwirken zeigt dann irgendwie Möglichkeiten der Liebe an, Möglichkeiten zum Vergnügen an, irgendwie eine Zeit der Fülle und der Potenziale. Allerdings im Skorpion natürlich, wo es eben auch immer darum geht, in die Tiefe zu gehen und in der Tiefe zu schauen, welche Dinge hindern mich daran, der Mensch zu sein, der ich eigentlich sein könnte und der ich eigentlich vielleicht auch sein möchte. Dann wünsche ich uns allen ein schönes, interessantes Wochenende und melde mich dann am kommenden Montag wieder und sage bis dahin Tschüss und alles Liebe.